Wir erhalten immer wieder von Landwirten Fragen zu Mag doch jeder. Die möchten wir gerne mal beantworten. Warum sind keine Einmalzahlungen möglich, sondern nur Vertragsabschlüsse mit 2 Jahren? Die Imagewerbung für die Landwirtschaft ist ein langfristiges Ziel. Das geht nicht von gleich auf jetzt. Das muss man über einen langen Zeitraum denken. Und es ist einfach nachhaltiger, wenn wir das auch widerspiegeln in den Unterstützerverträgen und dann auch wirklich mit dem Geld über einen längeren Zeitraum planen können. Warum bekommen Unterstützer die Sachen aus dem Shop eigentlich nicht umsonst oder wenigstens einen Pilot? Es ist ja so, dass in dem Webshop durchaus für Unterstützer kostenlose Sachen zu finden sind. Werbematerial, kleine Dinge zum Weitergeben, Broschüren können kostenlos bestellt werden. Aber zum Beispiel die Produktion eines Pylonen kostet ja schon 150 Euro und Unterstützer können ab einem Betrag ab 100 Euro schon dabei sein. Also das ist dann nicht darstellbar.